Meister. Erim, ich möchte dich etwas fragen. Ja, Herr. Werden wir die Welt beherrschen? Welche Frage? Wir sind die Herrscher. Doch warum fragst du, Herr? Die Zeit der Entscheidung naht. Du meinst, das Lufia-Schwert erklingt? Willst du gehen? Jawohl, Herr. Damit heiße ich euch herzlich willkommen zu unserem zweiten Projekt hier auf Resume, Lufia für den Super Nintendo. Ich habe lange hin und her überlegt, was wir nach Ocarina of Time spielen und habe mich dann letztendlich doch für Lufia entschieden. Auch ein Spiel aus meiner Kindheit, das ich sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne gespielt habe. Aber das letzte Durchspielen bestimmt, boah, bestimmt 10 Jahre her ist. Und hab mir gedacht, das passt ganz gut. Und ich wünsche euch, wie immer, bei diesem Let's Play viel Spaß. Wir benennen den Hauptheld nicht um. Wir belassen ihn bei seinem Standardnamen Maxim. Und ich würde sagen, wir tauchen jetzt ein in die Welt von Lufia. Tia, bist du hier? Sei gegrüßt, Maxim. Wie war die Jagd? Ganz gut. Ich habe 6 Blobs erledigt. Mal sehen, das sind dann 120 Goldmünzen. Moment mal, Tia. Es sind 6 Blobs? Das macht genau 180 Goldmünzen. Du hast recht, Maxim, doch die Prämie wurde gesenkt. Es gibt einfach zu viele Dämonen hier. Das stimmt, es werden von Tag zu Tag mehr. Ich frage mich, woran es liegt. Es ist beängstigend. Eigentlich sollte ich mich glücklich schätzen, denn schließlich bin ich Dämonenjäger. Maxim, hast du eigentlich jemals daran gedacht, einen normalen Beruf zu ergreifen? Was ist denn für dich ein normaler Beruf? Nun ja. Wie wär's mit Ladenbesitzer? Zum Beispiel? Ich und Ladenbesitzer den ganzen Tag im Laden rumstehen? Niemals. Er begreift nicht, worauf ich hinaus will. Hast du etwas gesagt hier? Vergiss es! Hier sind deine Goldmünzen. Wer weiß, was sie damit andeuten wollte, lieber Maxim. Aber gut. Ja. Damit, oh, wirklich wieder schön, das Spiel zu sehen. Was bei Lufia auch besonders ist, wir gehen mal rein, einfach in den Zaubershop. Ich grüße dich, welchen Zauber möchtest du erwerben? Bei Lufia kann man die Zauber für die Charaktere in Shops kaufen. Gespeichert werden kann nur hier in der Kirche, beim Priester. Hallo Röhrt, hallo, was kann ich für dich tun? Hier kann man auch gefallene Gruppenmitglieder wieder beleben. Ja, im Krämerladen von der lieben Tia, der Kindheitsfreundin von Maxim, waren wir gerade. Dann, wie früher üblichen Rollenspielen, wird sich in der Herberge ausgeruht und TP und HP.
regeneriert? Ja. Dann würde ich mal sagen, machen wir weiter. Oh. Sei gegrüßt, Maxim. Nun ist die Zeit gekommen, da dir die Mysterien der Höhlen offenbart werden. Ich erwarte dich in der Höhle 7. Okay. Dann würde ich sagen, auf zur Höhle nach Süden. Das hat aber gedauert. Alter, ich bin direkt zu dir gelaufen, Mann. In dieser Höhle werde ich dir ein paar nützliche Techniken beibringen. Zunächst musst du dich mit den Bewegungsmustern der Monster vertraut machen. Sie bewegen sich nur, wenn du dich bewegst. Also nur keine Panik, wenn sie sehr nah bei dir sind. Na, da kommt ja schon zufällig ein Blob vorbei. Zeig mir, was du kannst. Also es ist halt was ganz Besonderes in Lufia, zur damaligen Zeit gewesen. Wie ihr seht, bewegen sich die Monster mit uns mit. Und sie sind schon auf der Oberwelt sichtbar. Zumindest in Dungeons oder Höhlen und Tempeln. So. Dann gehen wir mal ins Kampfsystem rein. Also, wir haben hier die Flucht. Oder halt die Anordnung der Gruppe ändern. So. Wir können Zauber wirken. Dafür müssen wir nach oben drücken und A. Links kommen wir in unseren Beutel. Hiermit verteidigen wir uns vor Monstern. Und hier haben wir die Zornattacken, ein eigenes Merkmal von Lufia. Waffen, die wir bekommen, können Fähigkeiten haben und diese Fähigkeiten sind dann Zornangriffe oder Buffs oder Heilung, für die wir unten unter den MP die ZP-Leiste haben, die sich füllt, wenn wir Schaden nehmen. Aber aktuell können wir nur ganz normal angreifen. Kampfsystem ist rundenbasiert. Und am Ende von jedem Kampf erhaltet ihr eine Zusammenfassung, Erfahrung, Goldmünzen und halt, ob ihr im Level aufgestiegen seid. Das ist unser Maxim. Blobs haut er weg wie nix. Aber immer schön auf den Hut sein. Manche Monster sind flotte Flitzer. Lass dich nie von ihnen einkreisen. Sie können sehr unangenehm werden. Die sind nicht... Da sie sich nur bewegen, wenn du dich bewegst, solltest du immer erst denken und dann handeln. Auf geht's in den nächsten Raum. Okay. In diesem Raum probieren wir das Ringmenü aus. Es erscheint, wenn du Select drückst. Wähle damit den Steuerkreuz aus. Bis jetzt besitzt du nur den Pfeil. Das wird sich aber bald ändern. Wenn du mit dem Y-Knopf einen Pfeil auf deinen Gegner schießt, erstarrt er vorübergehend. Wie gesagt, man doch, Monster, die starr sind, beißen nicht oder so. Erstarrte Gegner kannst du berühren, ohne dass es zu einem Kampf kommt. Die Gegenstände aus dem Ringmenü stehen dir in unbegrenzter Anzahl zur Verfügung. Mit Select und dem Y-Knopf hast du das Ringmenü im Griff. Du wirst es gut gebrauchen können. Es liegt jetzt an dir, ob du den Blob bekämpfst oder ihn mit ein wenig erstarren lässt. Also, Select ist das Ringmenü. Wir wählen jetzt mal einen Pfeil aus. Und mit dem Pfeil können wir dann auf Gegner schießen. Und sie halt zum Erstarren bringen. Machen wir mal. Zack. Und jetzt kann er sich nicht bewegen und... kann uns auch nicht angreifen, bis er wieder bewegungsfähig wird. Aber natürlich, in guter alter Rollenspielmanier, nehmen wir jeden Feind mit. So, und jetzt hat sich, wie ihr unten seht, die Zornleiste ein Müh gefüllt. So, weiter geht's. Ja, es sieht nicht gut aus mit der Brücke. Auch wenn du den Schalter berührst, ist sie wieder intakt. Leider ist der Schalter da drüben. Pech gehabt. Hiermit ist diese nette Spielleine beendet. Hohohoho. War doch nur ein kleiner Scherz. Natürlich gibt es eine Möglichkeit, den Schalter umzulegen. Probier doch einfach mal einen deiner Pfeile aus. Also der Mann ist ein echter Scherzbold. Ich merke schon. So, weiter geht's. Im Prinzip soll uns diese Höhle die Mechaniken des Spiels ein bisschen beibringen. Die Tür scheint mir verschlossen zu sein. Kannst du sie öffnen? Oben links ist ein kleiner Schalterchen zu sehen. Stell dich einfach mal drauf. Könnten wir. Aber da ich weiß, dass der Schalter wieder zurückspringt, wenn wir uns so draufstellen, schieben wir mal direkt die Säule drauf. Maxim, du bist ein Talent. Ein Moment noch. Ich habe etwas vergessen. Ich habe dir noch nicht den Zauber gegeben, den du unbedingt brauchst. Es ist der Ursprungszauber. Wenn du in einen Raum dieses... Säulen lustig hin und her schiebst, musst du an eines denken. Säulen kann man nur schieben, nicht ziehen. Wenn du sie an einer Wand schiebst, hat der Spaß ein Ende.
Doch der Ursprungszauber hilft dir aus der Patsche. Es stellt den alten Zustand des Raums wieder her. Sogar die Monster rücken wieder an ihre vorherigen Positionen. Da dieser Zauber keine MP verbraucht, kannst du ihn guten Gewissens oft anwenden. Mit diesem Zauber kann dir kaum noch etwas passieren. Er hält den Ursprungszauber. Der wird wirklich im Spiel, weil es auch sehr viele Rätsel in Lufia gibt, sehr wichtig. Du findest die Aktion auch im Ringmenü. Drücke Select und das Steuerkreuz hoch und runter. Alles klar. Ja, der Steuerung mal wieder ein bisschen parat kommen. Wenn du diese Pfeile auf dem Boden siehst, kannst du nach unten springen. Komm, trau dich. Ja, klar. Hui. Zack. Jetzt. Ah, wieder ein Gegner. Die nächste Tür öffnet sich nur, wenn du alle Monster besiegst. Wenn du keine Hinweise oder ähnliches findest, ist das Besiegen aller Monster immer ein Weg. Da wir generell alles bekämpfen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Kein Problem. Ah, oh, die ziehen uns sogar schon rein. Zack. So. Ah, wir wurden aufgestiegen. KP steigt um 10, MP steigt um 4, Stärke um 3, Bewegung um 5, Initiative um 2, magischer Angriff um 1. Boah. Also Magier ist der gute Maxim anscheinend nicht. Zumindest laut dem Magie. Also so wie die Magie aufgestiegen ist. So, zack. Dich bekommen wir schon locker mit einem Hieb niedergestreckt. Und zack ist die Tür offen. So. Mit dem B-Knopf schwingst du dein Schwert. Es ist gerade dazu geschaffen, Gras zu mähen. So wurde früher Gras gemäht. Jetzt wissen wir's. Oft sind unter dem Gras Schalter versteckt. Versuch dein Glück. Zack, 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 zack. Und zack. So. Gefäße nimm und stell mal mit dem A-Knopf ab. Mit dem R-Knopf kannst du dich in alle Richtungen drehen, ohne dich auch nur einen Schritt zu bewegen. Es ist ganz nützlich, wenn es besonders eng wird. Also immer an den R-Knopf denken. Was wird wohl passieren, wenn du das Gefäß auf die Platte stellst? Sei nicht so schüchtern. Also ich weiß, dass mir das in späterem Verlauf, weil ich das nicht mehr wusste, bei einem Rätsel richtig Probleme gemacht hat. Weil so bewegst du dich ja immer einen Schritt. Und wenn du R drückst, drehst du dich halt auf der Stelle. Das weiß ich noch. Weil man das echt erst relativ spät nochmal braucht. So, jetzt sind wir wieder am Anfang. Nun, das war meine kleine Übungssektion. Doch du wirst noch viel lernen müssen, mein Junge. Streng dein Köpfchen an. In den Höhlen, Türmen und Labyrinthen wirst du viele Rätsel lösen müssen. Es wird sicher nicht ganz einfach, aber du hast das Zeug, es zu packen. Danke, alter Mann. Dessen Namen wir überhaupt nicht wissen. Aber gut. Wir nennen ihn einfach den Tutorial Man. Denn ihr wisst ja, jedes Spiel braucht ein Tutorial Man. So. Dann gehen wir noch mal. Müssen wir jetzt genug Geld haben, glaube ich, um was Magie kaufen zu können. Gucken wir nochmal. Nee, leider nein. Gut, dann gehen wir nochmal unsere Ladenbesitzer-Freundin besuchen. Schwupp. Maxim, ich bin gerade dabei, Abend zu essen. Lieb, leistest du mir Gesellschaft? Liebend gern. Ich habe etwas ganz Besonderes zubereitet. Warte eine Sekunde, ich bin gleich zurück. Die Geräusche sind so toll. Je. Hollerö, dies ist eine Fischpastete, zubereitet aus dem Reiner Aal. So, aus dem Reiner Aal. Bezeichnet man nicht auch gemeinhin auch als Stinkefisch? Schon, aber von so etwas lässt sich ein Gourmet nicht abschrecken. Er soll vorzüglich munden. Später, dass du recht hast. Und, wie ist er? Nun, was soll ich sagen? Tja, warum probierst du ihn nicht selbst? Das werde ich, so. Nun? Das schmeckt ekelhaft. Ich glaube, ich muss... Bitte nicht hier, Tia. Beruhige dich. Das hat sicher nichts mit deinen Kochkünsten zu tun. Warum musste ich auch so einen Stinkefisch kaufen? Mach dir nichts draus. Wir können uns eine Pizza bestellen. Geil. Dabei wollte ich dich mit einem leckeren Essen verwöhnen. Vielleicht schmeckt er ja besser, wenn etwas Pfeffer, Tabasco und Paprika dazugeben.
Tatsächlich, jetzt schmeckt er richtig würzig. Man kann ihn nun essen, ohne von Übelkeit befallen zu werden. Großartig, oder? Ja, du hast recht. Ich glaube, ich werde nun öfters mal einen Stinkefisch machen. Wehe wenn. Aber ein lustiger Abend war es trotzdem. Das fand ich auch. So, ich bin satt. Ich mache uns etwas Tee. Bitteschön. Danke, Tia. Maxim, sag mal. Ja? Bist du des Dämonenjagens nicht langsam müde? Warum stellst du mir diese Frage? Du bist der einzige Dämonenjäger, den ich kenne. Ich frag mich, warum du es tust. Ich kämpfe schon, solange ich denken kann. Ich habe mich noch nie gefragt, warum. Ich habe noch nie einen Menschen wie dich getroffen. Was? Ist es schon so spät, jetzt muss ich aber los. Danke für das Essen. Ich schau mal wieder vorbei. Willst du nicht noch ein wenig bleiben? Der Abend ist doch noch so jung, so wie wir. Ich muss noch viel erledigen. Mach's gut hier. Ich kam mir ein bisschen so vor, als würde er der Frage ein bisschen aus dem Weg gehen. Schlechte Nachrichten! Welche? In der Höhle auf dem Weg nach Tarika wurde ein ganzer Dämonenhorde gesichtet. Ist das wahr? Das ist schrecklich. Nitti, werden diese Kreaturen auch in unsere Stadt kommen? Nun, ich will es nicht hoffen. Unglücklicherweise ist das nicht das einzige Problem, das wir haben. Was meinst du damit? Die Dämonen haben die Tür in die Höhle verschlossen. Ohne Schüsse kommen wir nicht nach Tarika. Das ist schlecht. Hat irgendjemand einen Vorschlag, was wir nun machen sollen? Nein, ich nicht. Okay. Um Himmels Willen, was geht hier vor, Maxim? Du musst doch darüber etwas wissen, oder? Du scheinst der Einzige hier zu sein, der uns vor diesen Kreaturen schützen kann. Die Kreaturen in der Höhle sind nicht sehr stark. Das eigentliche Problem ist die blockierte Tür. Maxim, nur du kannst den Schlüssel aus den Klauen der Bestie befreien. Tu es für uns. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Mal gucken, geheilt bin ich. Dann gehen wir nochmal speichern. Hallo und hallo, was kann ich für dich tun? Speichern kannst du für uns. So. Dann würde ich sagen, brechen wir schon mal zur Höhle auf und werden diese uns im nächsten Part ansehen. Ich werde es wieder so versuchen wie bei Ocarina of Time, dass ich Verliese, Höhlen, Dungeon, Tempeltürme in einen Part packe. Zack. Ah, schaut mal, jetzt ist unsere MP-Leiste auf voll. Zack. So. Das ist wohl die Höhle nach Tarika. Jupp. Ich würde einfach sagen, die schauen wir uns im nächsten Part an. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt genauso große Lust auf Lufia wie ich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.